Servus, wir sind heute da, um deinen Wasseranschluss zu machen. Das war das Schwierigste. Ich verdiene sehr, sehr gut. Ich finde das Gehalt mehr als angemessen. Guten Morgen, mein Name ist Philipp Roch, ich bin 32 Jahre alt und bin Wassermeister in Oberding, das ist beim Münchner Flughafen. So, Hannes, ich fahre jetzt in den Brunnen 7 und ich rufe dich dann an, wenn ich abgestiegen bin und rufe dich wieder zurück, sobald ich wieder hochkomme. Wir sind dafür zuständig, dass das Grundwasser zutage gefördert wird über einen Tiefbrunnen, wo wir gleich hinfahren werden. Dort muss ich täglich die Zählerstände natürlich ablesen und die Temperatur und pH-Wert. Ich finde es sehr, sehr schade, dass der Beruf relativ unbekannt ist. Jeder benutzt täglich Wasser, aber sobald das Wasser nicht mehr läuft, rufen die Leute den Installateur an und wissen aber eigentlich gar nicht, wo kommt das Wasser überhaupt her? Welche Arbeit steckt dahinter? Welche Schutzmaßnahmen? Wir sind jetzt bei dem Tiefbrunnen. Genau. So. So. Da unten ist eine Brunnenpumpe, die ungefähr zwischen 90 und 150 Meter unter uns ist. Die saugt das Grundwasser an und befördert es dann zum Wasserwerk, wo es aufbereitet wird. Und natürlich haben wir da auch einen Zähler, einen Wasserzähler, der den Zählerstand anzeigt. Und ich muss täglich kontrollieren, um abgleichen zu können, ob wir irgendwo ein Leck haben. Weil wir in den Boden steigen im Endeffekt und CO2 und Kohlenmonoxid sind ja schwere Gase, die dann eher sich unten ablagern. Und das ist natürlich alles tödlich. Wenn es vorhanden ist und man geht hinab, kann man natürlich daran sterben. Und deswegen haben wir auch ein Messgerät, wo wir jetzt, wenn wir den Schacht aufmachen, erstmal messen, ob wir den überhaupt begehen dürfen oder begehen können. Genau, dann. Also wir sind dafür da, dass die Leute genügend Trinkwasser zur Verfügung haben und natürlich auch in der richtigen Qualität zur Verfügung haben. Ich lese jetzt eigentlich im Endeffekt nur den Kubikstand ab. Es gibt natürlich auch so Situationen wie EM oder WM, wo dann in der Halbzeit viele gleichzeitig aufs Klo gehen oder abends zum Beispiel zur Stoßzeit um 8, wenn alle duschen gehen. Das schlägt sich dann natürlich darauf aus, dass wir das halt auch sehen. Wenn es solche Situationen gibt, dann läuft halt dieses Wasserwerk einfach den ganzen Tag durch. Ab 25 Grad wird es gefährlich, weil da Legionellen entstehen. Deswegen müssen wir natürlich auch dann gewährleisten, dass das immer relativ kühl bleibt. Mir ist es schon wichtig, dass ich einen krisensicheren Job habe, dass ich nicht Angst haben muss, ob ich nächsten Monat noch da arbeiten darf, ob die Kündigung im Briefkasten liegt. Gerade die Wasserversorgung ist definitiv krisensicher. Wasser wird immer benötigt. Man hat eigentlich immer einen unbefristeten Arbeitsvertrag, was heutzutage auch nicht mehr die Norm ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Anzahl der Meister oder Fachkräfte rapide sinkt oder schwindet, weil einfach diesen Beruf fast niemand kennt. Gut. Wir lesen hier täglich die Zählerstände ab bei den Filtern, um sagen zu können, wie viel Wasser durch diese Filter gelaufen ist, um zu sehen, ob wir irgendwo einen Rohrbruch haben. Gut. Wir haben viel Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Eisenmangan, was das natürlich nicht so genießbar machen würde. Das belüften wir, dieses Wasser, durch einen Oxidator, indem wir einfach Luft dazu bringen. Das verwirbelt, das Eisen reagiert mit der Luft, mit dem Sauerstoff und flockt aus. Und diese Flocken filtern wir dann über die Filteranlage wieder heraus. Und somit kommt dann zum Schluss klares, sauberes Trinkwasser raus. Ja, dann nur die Alarmanlage, muss ja alles gesichert werden vor Einbruch. Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu und habe damals neben einem Wasserwerk gewohnt und habe mich halt immer als Jugendlicher gefragt, was machen die eigentlich? Man sieht halt immer nur die blauen Autos rausfahren. Und ich habe mich einfach mal beworben für ein Praktikum, wurde genommen, habe das gemacht, war total begeistert von dem Betriebsklima dort, von der Abwechslung in der Arbeit, dass man halt jeden Tag was anderes zu tun hat und natürlich auch mega fasziniert von dem Ganzen, von den Aufgaben und von dem Ergebnis. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall für einen 5/4-Zoll-Schlauch eine Wasserzählergarnitur und die ganzen Teile sowie die Mauerdurchführung. Einmal die Mauerdurchführung, genau, einmal die Zählergarnitur 5/4 Zoll und die Kleinteile für 5/4 Zoll-Anschluss. Wir fahren jetzt in Oberding in die Moosstraße, die wird derzeit saniert. Mit dieser Sanierung werden wir gleichzeitig die Wasserleitung und die Hausanschlüsse erneuern.
Servus. Wir sind heute da, um deinen Wasseranschluss zu machen. Ja, genau. Alles klar. Dann gehen wir drüben in den Keller runter. Mach mal. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Bis nachher. Gut. Jetzt noch ein bisschen Platz. Jeder kennt eine Bohrmaschine. Das ist jetzt natürlich die größere Variante. Das wäre der Bohrer. Der bohrt ein richtig großes Loch in die Außenmauer vom Haus. Natürlich kann der hängen bleiben. Also das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Wir wollen eine schöne, saubere Bohrung. Bist du soweit? Ich bin eigentlich soweit, genau. Schalt die Uhr, oder? Ja. So, genau, das war die Kernbohrung, um eben, wie schon erklärt, diesen Bohrkern aus der Mauer herauszubringen. Und anstelle von diesem Bohrkern fügen wir dann gleich die Mauerdurchführung ein. Bei sowas wie jetzt bin ich gerade total nervös, weil mir sonst nie einer zuschaut. Matthias, ich bin soweit. So. Natürlich muss man handwerklich auch ein bisschen Geschick mitbringen, aber es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Also der eigentliche Schlauch ist natürlich schon Stand der heutigen Technik. Wir legen ihn zusätzlich noch in einem Schutzschlauch. Somit kommt er gar nicht mit dem Medium verschiedener Erden in Verbindung. Somit hoffe ich, dass der auf jeden Fall mindestens bis deutlich über 50 Jahre hält. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir rein, Mittag machen. Essen tue ich soweit noch nichts. Erst am Abend dann halt. Gescheit. Was Unvernünftiges. Kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt nur mal zum McDonald's fahre oder ob ich mir mal einen Döner hole oder ob ich dann eben richtig einkehre und mit Freunden mal essen gehe. Aber im Schnitt sind es auf jeden Fall 300 Euro circa im Monat. Ich werde mich jetzt erstmal schnell umziehen, weil jetzt wird mir auch langsam warm. Wir spielen halt Karten mit gewissen Einsätzen in Centbeträgen und das summiert sich dann natürlich. Und das ist für uns, für unsere Getränkekasse, weil so füllen wir unsere Getränkekasse. Das ist Böhmisch Watten. Also Böhmisch Watten kannst du vergleichen mit Watten. Ob ich Geld wichtig finde und so Sachen, ist schwierig, weil eigentlich würde ich sagen, es ist mir scheißegal. Mir kommt es wirklich drauf an, ob die Leute um mich herum, ob die mich akzeptieren, ob ich mit denen klarkomme. Patrick 50, du 50 Cent und ich 70. Ich denke wirklich in die Zukunft, dass ich sage, wenn dann Familie da ist, ich möchte dieser Familie auch was bieten können. Dass man sagt, man kann halt einfach zu zweit oder zu dritt oder zu viert, je nachdem, wie es sich ergibt, in den Urlaub fahren. Man kann sich vielleicht mal irgendwann doch vielleicht ein Grundstück, ein Haus leisten. Und deswegen ist mir Geld in der Hinsicht, dass ich es sparen kann, schon wichtig. Dadurch, dass dieser Schlauch halt eben den Drang hat, weil er auf der Rolle war, immer in eine Seite zu drücken, ich aber mit dem Gewinde exakt gerade ansetzen muss und das ein Plastikgewinde ist, kann es natürlich passieren, dass ich schief ansetze und dass ich dann das Gewinde kaputt mache. Er klemmt noch fest. Das war das Schwierigste. Aber normal muss es funktionieren. Gut, dann ziehen wir an. Ich habe es jetzt geschafft. Es war jetzt zwar auch ein bisschen knifflig, aber ich habe es Gott sei Dank hingekriegt. Genau. Man ist dann richtig stolz, wenn es dann natürlich super geklappt hat. Brutto verdiene ich 4.800 Euro und das sind netto um die 2.940 Euro. Ich verdiene sehr, sehr gut, brauche da wirklich nicht mich beschweren oder jammern. Also mein Beruf lohnt sich auf jeden Fall für mich, weil ich total aufgehe. So, ich fahre schon mal vor und wir sehen uns gleich.
Das ist eine Husqvarna 701 und ist eine Supermoto. Supermoto ist so eine Mischung zwischen Cross mit Straßenbereifung. Mir macht es halt extrem Spaß. So, das war ein Einblick in mein Arbeitsleben und Arbeitstag als Wasserversorger. Wenn ihr auch mal bei Lohnt sich das mitmachen wollt, dann schreibt doch einfach unter lohntsichdas@br.de.